willkommen zum Tanzfaktor Digitalen Studio. Wir haben heute eine Talkrunde, die zugunsten eines ausgefallenen Termins im April ist, sozusagen. Da hatten wir eine Double Bill geplant, und zwar mit Marilena Kaiser, die ein Stück an der Folkwang-Universität der Künste choreografiert hat, und einem Abschlussprojekt der Deutschen Sporthochschule, wo eine Masterarbeit präsentiert werden sollte. Jetzt spreche ich mit Wayne Götz und Marilena Kaiser und freue mich sehr, dass Sie heute zu mir gekommen sind, um mit mir ein bisschen über das Projekt und über das Physical Theater an der Folkwang zu sprechen. Hallo, ihr beiden. Hallo, Anthea. Hallo. Wer seid ihr, wie seid ihr an die Position gekommen, Physical Theater an der Folkwang zu machen? Marilena, wie bist du an die Choreografie gekommen und wie hat sich das Projekt für dich entwickelt? Also ich selber bin ja auch von der Folkwang-Universität, aber aus dem Bereich Tanz. Und ich habe mein Studium abgeschlossen 2016 und arbeite seitdem sehr stark, auch in Verbundenheit mit Absolventen des Physical Theaters, und bin da auch sehr stark in der Szene vertreten, weil ich einfach viel dort arbeite, im choreografischen Bereich. Das heißt, ich mache eigene Projekte mit jungen Künstlern aus der Region und habe mich auch immer schon sehr für diesen Physical Theater Studiengang interessiert, habe dort auch, als ich noch Studentin war, an Kursen teilgenommen und habe auch immer durchscheinen lassen bei dem Studiengangsleiter Thomas Stich, dass ich super gerne da mal was machen würde, weil ich einfach sehr gerne mit Leuten dieses Studiengangs zusammengearbeitet habe und auch immer noch zusammenarbeite. Und dadurch hat sich das, ich habe mich ein bisschen aufgedrängt, aber ich glaube, ich konnte vielleicht auch teilweise durch meine Arbeit überzeugen. Das kam nämlich auch von den Studenten, dass ich die Möglichkeit hatte, mit diesem Studiengang zusammenzuarbeiten. Oder Wayne? Ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich bin großer Fan von der Zusammenarbeit, aber durfte dich, aber auch dein Training und so weiter schon von anderen erfahren, wie das so war. Und sozusagen Absolventen von uns haben schon mit dir zusammengearbeitet, wie so jemand wie Konstantin, und die haben uns einfach sehr gut erklären können, wie du arbeitest, und uns auch sehr klar gemacht, dass es eine gute Kooperationsmöglichkeit ist. Wayne, kannst du uns sagen, wie du zum Physical Theater überhaupt gekommen bist? Was hat dich daran gereizt oder was hat dich dahin geführt? Also vielleicht vorweg, Physical Theater ist ein sehr seltener Studiengang, den man auch nur an der Folkwang in Deutschland studieren kann. Und es gibt ihn in der Form als staatliche Institution eigentlich kaum so in Europa. Es gibt so ein paar Privatschulen, aber das ist so erstmal das Setting. Das heißt, um auf den Studiengang aufmerksam zu werden, muss man sich schon ein bisschen glücklich verlaufen oder aber halt recherchieren. Und es ist so, dass ich persönlich komme von der Improvisation, von Martial Art, und habe dann viel so Tanztheater gemacht und wollte dann quasi mich darin professionalisieren, habe dann recherchiert und habe dann solche Kurse gemacht und habe unter anderem Professoren von dem Studiengang kennengelernt. Und habe mich dann informiert und auch mit denen gesprochen und finde den Ansatz, dass das Theatrale ergänzt wird durch den Körper, und zwar in einer besonderen Art und Weise, die nicht Tanz ist, sondern quasi irgendeinem theatralen Anspruch unterliegt, fand ich sehr, sehr spannend. Und dann kommt noch hinzu, dass wir auch den Schwerpunkt des Devisings haben, was im Wesentlichen nichts anderes bedeutet, als dass wir Stücke selbst entwickeln. Könnt ihr mir mal ein bisschen erzählen? Marilena, wie heißt denn das Stück und worum geht es überhaupt? Was hätten wir gesehen Anfang April? Das Stück hat den Namen bekommen Those Who Knew the Rules und stand 2 Wochen vor der Premiere. Also wir haben das Stück unterbrochen, vielleicht ein bisschen mehr als 2 Wochen. Also ein wichtiger Teil hätte noch stattfinden müssen, um das Stück zu beenden, was nicht stattgefunden hat. Also kann ich nur bis dahin reden, bis wohin wir gekommen sind. Aber im Wesentlichen bringe ich immer gerne die Situation,
zwischen mir und den Darstellern oder der ganzen Situation, was für Herausforderungen auf einen zukommen, ganz normal auch gerne in das Stück ein. Und das war ganz interessant, weil ich ja sehr viel mit Tänzern arbeite, also sehr viel, sehr physisch arbeite und jetzt mit einem ganz anderen Art von Körpern bin ich da konfrontiert worden. Und ich musste ganz grundsätzliche Fragen stellen zu, wie arbeiten wir jetzt zusammen, was brauchen wir für ein Körpertraining zusammen und wie schaffe ich das auch, dieses Gleitende zwischen Sprache, Bewegung, Tanz, physischem Theater, was wollen wir zusammen erzählen? Und dass diese fünf unglaublich verschiedenen Darsteller, also es sind fünf Darsteller, die unglaublich verschieden sind, und da ist eine große Differenz in der Gruppe und da war auch irgendwie sehr viel Auseinandersetzung in der Gruppe. Es war keine homogene Gruppe. Manchmal kommt man in so Gruppen, die arbeiten so sofort zusammen und da war viel Kräfte in unterschiedliche Richtungen, was super spannend war. Also ich habe für jeden Prozess, was ich bisher gemacht habe, und ich habe noch nicht so viel gemacht, habe ich verschiedene Adjektive. Und ich habe immer gesagt, der Prozess mit dem Physical Theater war spannend. Es hört sich jetzt erst so banal an, aber es war spannend. Ich saß so oft da und habe so gedacht, wie funktioniert das? Ich war richtig überrascht. Es war so aufregend. Wir haben unglaublich viel gemacht und es war immer viel Emotionen da und viele verschiedene Meinungen. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich das in das Projekt integrieren? Das habe ich gemacht, indem wir ein System gebaut haben, was nur dann funktioniert, wenn alle gleichzeitig am richtigen Punkt sind. Wenn einer nicht mehr da ist oder einer ausfällt oder einer zu langsam ist, funktioniert dieses System nicht mehr. Und an diesem System, was wir relativ am Anfang des Prozesses, was wir am Anfang entwickelt haben, haben wir uns abgearbeitet. Ja, haben geguckt, was sind die Konflikte, die aufkommen. Und es war ganz interessant, mit Wayne zum Beispiel zu arbeiten. Wayne, du bist ein sehr, sehr kraftvoller Spieler, der sehr, sehr motiviert ist und will, dass Sachen vorangehen, will nicht zurückgucken, geht auch mal über sich hinweg, wenn es irgendwie dem Stück was bringt, dann geht es ihm auch nicht um ihn selbst, sondern will die Sache so sehr, sehr stark voranbringen. Ja, und das war ganz interessant, weil ich will, dass er seine Konflikte, die er jetzt im Privaten mit dieser Gruppe hat, auf die Bühne bringt. Und das war zum Beispiel ein Konflikt, weil er gesagt hat, ich will das nicht. Und was ich total nachvollziehen kann, was ich total spannend finde. Er möchte nicht, dass das, was privat ist oder das, was hier passiert, auf die Bühne bringen. Und das sehe ich auch genauso wie er. Aber genau solche Konflikte sind irgendwie auch Teil dieses Stückes geworden. Wer bin ich? Wer ist der Spieler? Woher kommen diese Regeln, die hier auf der Bühne stehen? Die kommen von dir, Marilena, ne? Oder von der Choreografin. Aber die sind ja auch irgendwie Teil von mir, weil ich habe ja auch einen Teil dazu geleistet. Also quasi sind diese ganzen Grenzen sind miteinander verschwommen. Und das ist Those Who Know the Rules. Wow, ich sagen. Das klingt super intim, aber auch super inspirierend. Ich interessiere mich total dafür, wie Wayne das so wahrgenommen hat, aus der anderen Perspektive. Gerade auch in der Gruppendynamik klingt das ja wirklich, das muss ich jetzt auch spannend nennen. Wie war das für dich? Ach Gott, also auf jeden Fall war es sehr spannend, das kann ich auch sagen. Es war aber auch für uns neu, weil tatsächlich wir in der Konstellation noch nie an einer Stückentwicklung dabei waren und wir haben auch noch nie mit Marilena zusammengearbeitet und Marilena hat einen, wie ich, also für mich persönlich fantastischen Weg, mit uns zusammenzuarbeiten, aber Überforderung und Grenzerfahrung ist auf jeden Fall etwas, was Teil des Prozesses ist. Und es war tatsächlich etwas, was wir auch im Physical sehr machen, nämlich ein Rechercheprozess. Und wir haben da sehr gerungen, um was geht es, wohin geht es, haben unsere Körper kennengelernt unter der Beobachtung von Marilena und dann auch die Unterschiedlichkeiten schätzen gelernt, weil das, was
gerade beschrieben worden ist, was Marilena auch treffend gesagt hat, ist tatsächlich der Fall. Wir sind, das waren jetzt 5 von 6, also pro Jahrgang sind wir zu 6 und wir waren 5 und wir sind wahnsinnig unterschiedlich. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon mehr als 3 Jahre ungefähr zusammengearbeitet und oder zusammen studiert und sind trotzdem noch sehr, sehr individuelle Leute, weil wir, unser Vordiplom ist ein Solo, wir hatten ein Duo und noch ein anderes Duo. Also sind wir sind quasi nicht so eine Gruppe, die irgendwie wie die Tänzer unter einem choreografischen Akt liegen, sondern wir versuchen, Stücke zu entwickeln aus uns und unserer Fragestellung. Und dieser Konflikt war tatsächlich auf der Bühne und das, was Marilena auch gesagt hat, konnte ich, oder wie sie mich auch beschrieben hat, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich mag es sehr gerne, den Schutz der Rolle zu wissen auf der Bühne, also dass man mich nicht mit Wayne anspricht. Und wir haben improvisiert und wir sollten Reibungsprozesse eskalieren und diese Eskalation war dann teilweise motiviert aus der Szene, war also so quasi aus dem Prozess heraus. Teilweise hat man sich Ressourcen der Vergangenheit, der Vorgeschichte irgendwie auch zu eigen gemacht. Dann wurden sowas verhandelt. Bei den eigenen Improvisationen hat man überlegt, kränkt das jetzt, besteht der Schutz der Rolle? Und so hat sich dieses Stück dann auch immer mehr zu dieser, ja, ich will sagen, würde schon gerne sagen, zu dieser Fragilität entwickelt, die es dann auch als Performer, aber hoffentlich auch als für die ZuschauerInnen dann hat, weil wir wirklich kämpfen und suchen auf der Bühne, trotz dessen, dass wir diesen Prozess, den Marilena beschrieben hat, am Anfang etabliert hatten und immer wieder geprobt hatten, war er trotzdem etwas, wo wir immer wieder aufs Neue unseren Atem finden mussten, unsere Geduld und unser Gemeinsames suchten. Also das war schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Klingt auch sehr intensiv, also nach sehr viel Arbeit im Team und an sich selbst. Also klingt einfach nach einer Herausforderung auch. Marilena, du hattest eben gesprochen von Regeln, die er am Anfang aufgebaut hat oder die du aufgestellt hast. Was muss man sich darunter vorstellen? Bewegungsregeln oder wie ein System, nach dem man sich zu bewegen hat? Oder wie war das? Also es war eigentlich recht simpel, nicht besonders komplex. Wir haben eine Art von Bewegungsabfolge gebaut, wo die unterschiedlichen Darsteller ineinander greifen. Und diese Abfolge hat halt so funktioniert, dass man auch das Vertrauen gebraucht hat manchmal, dass der andere da ist, obwohl man nicht hinguckt. Dass man manchmal den Sog braucht, um Geschwindigkeit zu erlangen, weil einen jemand anderes zieht. Also schon irgendwie sowas, eine Abfolge, die eben durch Gemeinschaft und Kollektiv funktioniert. Die aber auch für mich, als ich, nachdem wir es entwickelt hatten, oder wir haben immer wieder ein bisschen daran gearbeitet, um das lang zu machen, es geht so 5 Minuten, dieses Grundsystem, fand ich doch sehr langweilig. Also es war sehr öde, wenn alles funktioniert hat. Also es war schön, ne, wenn man da so schöne Musik zu angemacht hat und dann hatten, auf Knopfdruck können die total viel Spaß haben. Du kaufst denen das total ab. Und das macht total Spaß. Das mit Tänzern zu rocken nicht so leicht. Ne? Die können nicht einfach so total Freude vortäuschen und du denkst so, oh, das ist ja wirklich, das macht ja total viel Spaß. Und dann machst du die so. Also die können, und auch nicht, dass das so gefaked wirkt, sondern das können die wirklich gut, dann ist das schön. Aber das ist auch langweilig. Und man fragt sich auch, warum machen die das? Also das war so für mich als Choreografin, das sind ja immer so Momente, wo man, wenn man was macht, da muss man sich dann eingestehen, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und für mich ist dann so, ich sitze dann so, ich sage so, ja, es war schön, es ist viel Arbeit, aber richtig geil ist es irgendwie nicht. Das Geile ist immer, wenn irgendwas nicht funktioniert. Irgendwie funktioniert das immer dann, wenn einer zu lahm ist oder einer, oder, ne, oder dann, es gab immer zwei, da hat die eine immer so gemacht. Und ich saß dann immer mit meiner Assistentin, saß ich dann so und wir so, haben die das gerade wirklich gemacht? Doch. Das waren solche Momente, die viel spannender waren. Ne? Und auch vielleicht das Bewegungsmaterial, was jeder Einzelne entwickelt hat, das war sehr, sehr praktisches Bewegungsmaterial. Ne? Rennen, stehen, sitzen, auffangen, sich die Hand geben, sich umarmen. Was ich irgendwie als Bewegungsmaterial auch super interessant fand und was ich mit den Wochen, dadurch, dass wir das ganz am Anfang entwickelt haben, irgendwie in diese Körper ist das auch reingekommen.
Und das war total spannend, das zu sehen, wie plötzlich das spannend wurde für die Darsteller, sich hinzusetzen, sich aufzustehen. Irgendwann haben wir das ganz langsam gemacht. Und dann sind die durch ihre Bewegungen so durchgetastet und die haben sich plötzlich unglaublich schön und fein bewegt. Also es hat sich sehr gelohnt, von Anfang an so ein Bewegungsmaterial zu haben und das genau zu erkunden, auch wenn man am Anfang vielleicht gedacht hat, ach, es ist eigentlich ein bisschen langweilig. Aber man konnte ganz viel damit machen und ganz viel damit dekonstruieren. Und ja, das ist eigentlich ein System, was alle machen und was alle tun, aber keiner weiß so richtig, was jetzt daran funktioniert und warum man das eigentlich macht. Und man fragt sich, ist dieses System, wofür ist dieses System da? Ich meine, das fragt man sich ja in Corona jetzt viel, ne? Ich habe das Gefühl, wir brauchen das System, weil die Menschen durchdrehen. Ne? Und damit habe ich mich auch viel beschäftigt. Also Beschäftigung ist so unglaublich wichtig, dass man beschäftigt ist. Und das habe ich auch in diesem Stück erlebt. Also was passiert denn, wenn das weg ist? Oder wenn das immer weniger ist, wenn man fast gar nicht mehr weiß, was man machen will. Aber was passiert, wenn man anfängt zu hinterfragen, was man eigentlich jeden Tag macht? Sollte man das überhaupt oder sollte man das lieber nicht machen? Ne? Und dann kann ich vielleicht auch fragen, woher kommt das überhaupt, was wir hier die ganze Zeit machen? Dann wird es auch super kompliziert. Aber Wayne, ja? Nee, also ich wollte da total zustimmen und wollte ergänzend sagen, dass dieses System und auch dieses Machen war auch, weil wir eben nicht so eine homogene Gruppe sind, für uns auch als SpielerInnen oder PerformerInnen total interessant, weil wir hatten uns jeder glaubend auf etwas geeinigt und wir wussten, was kommt. Und jedes Individuum von uns hatte eine Vorstellung, okay, so funktioniert's. Und dann sind wir in die Wiederholung gegangen und dann hat Marilena auch in gewisser Weise genau damit gespielt, über Dauer, über Beschleunigung, über gewisse Änderungen, dieses System für uns auch fragil werden zu lassen, sodass dann über die Zeit hinweg für jeden Einzelnen oder jede Einzelne von uns Teile weggebrochen sind. Und dann hat man auch als PerformerIn festgestellt, wie man sich danach sehnt, obwohl es eigentlich ja nur eine beliebige Information war, an der man sich festgehalten hat. Und das fand ich schon sehr interessant, gerade weil wir eben um solche Konflikte auch gerungen hatten innerhalb der Performance. Bei so viel weltlichen Bezügen und eben persönlichen Themen, wie viel nimmt man da aus so einer Performance oder aus den Proben auch mit nach Hause? Wie ist das? Ich meine, es war ja schon, ist ja schon angeklungen, dass es auch persönlich eben war. Wie hat dich das verändert oder hat euch das verändert oder irgendwie Schalter im Kopf umgelegt? Hat das irgendwie, ja, habt ihr das mit nach Hause genommen in irgendeiner Form? Also tatsächlich habe ich einfach dabei sehr viel gelernt. Also auch, es ist erst mein zweites abendfüllendes Stück, was jetzt leider wieder nicht fertig geworden ist. Ich habe davor einen unglaublichen Respekt, so eine Arbeit zu kreieren. Wie funktioniert sowas? Wie funktioniert Länge? Wie funktioniert Dramaturgie? Das ist eher das, was mich wach gehalten hat. Was interessiert mich? Das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall mit nach Hause genommen habe. Also so, wie arbeite ich mit dieser Gruppe? Ne? Ich möchte auch, dass die mich mögen. Ich möchte, dass die mich lieb haben. Ich darf aber auch nicht abhängig davon sein. Ich möchte was machen, was die auch interessiert, was die gut finden. Trotzdem bin ich der Boss und ich muss im Endeffekt entscheiden, was wir da machen. Das heißt, ich muss eine Klarheit haben, aber gleichzeitig muss ich auch Freiheit lassen für andere Meinungen. Gleichzeitig muss ich mich noch um ein Stück kümmern. Ich muss gucken, dass die Stimmung im Raum gut ist. Ah, da ist einer krank. Das sind manchmal sehr, sehr viele Sachen. Und wenn ein Stück nicht besonders gut vorbereitet sind, können diese ganzen Parameter richtig auf einen einbrechen. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und das kann ich nicht einfach an mir vorbeiziehen lassen. Also das ist eine ganz, ganz intensive Zeit für mich gewesen, wo ich wenig geschlafen habe, wenig gegessen habe, weil mir das sehr am Herzen liegt. Also und weil diese Arbeit und dieses intensive Zusammensein mit Leuten und kommst da jeden Tag hin, ihr seid Studenten, ne? Wenn ihr mal einen Tag kommt oder euch geht's mal so ein bisschen halb, dann ist das irgendwie okay. Aber ich muss da hingehen und ich muss da abliefern. Das ist mein Job und das ist auch richtig so. Ich muss da Halt geben und das ist schon so, dass natürlich nimmt man das mit nach Hause. Ne? Aber dann gibt es diese kleinen Momente, wo man überrascht wird und man bemerkt es gar nicht, wie sich manchmal in diesem ganzen Wirrwarr Dinge
einen Kreis schließt. Oder es gibt Momente, wo man jemanden in der Struktur sieht, von der man überrascht ist. Also mit dir, Wayne, zum Beispiel, du hast immer gedacht, du wärst so festgefahren in deinen körperlichen Mustern. Und meine Arbeit ist sehr, sehr physisch, das muss man noch, glaube ich, dazu sagen. Also ich glaube, ich musste auch mit Körpern ringen, die richtig auch mit ihrer Körperlichkeit geringt haben. Aber zum Beispiel mit Wayne, da gab es diese Momente, wo plötzlich kleine Dinge, Facetten sich verändert haben. Und das ist für mich so als Choreografin, oder wo ich Sachen gesehen habe, die verletzlich sind oder so, die unglaublich schön sind. Und ich glaube, diese Momente, die sind kaum aufzuwiegen mit irgendetwas. Und deswegen nimmt man das gerne mit nach Hause, weil diese Momente die sind so toll, weil man kann die nicht kontrollieren und irgendwie ist man doch ein Teil davon und das ist ganz unglaublich spannend und schön. Ja, also von meiner Seite ist es tatsächlich auf jeden Fall auch so. Also dieses Projekt war zeitfüllend und sicherlich haben wir öfters mal Muskelkater mit nach Hause genommen, aber das Stück hat uns nicht nur durch den Raum, sondern auch emotional bewegt und das war zumindest, kann ich ja nur für mich sprechen, aber auch mit den Gesprächen mit den anderen habe ich schon gemerkt, es hat auch uns bewegt, einmal als Gruppe, aber auch als individuelle PerformerInnen. Und natürlich haben wir auch in so einem metaphorischen Moment so eine Frage verhandelt wie, brauchen wir ein System? Was für eine Rolle spielt ein System für uns? Gibt uns das Halt? Und wir als Gruppe, wir sind auch ganz... wir kommen ja aus Palästina, aus Dänemark und sind tatsächlich auch kulturell unterschiedlich und wesenstechnisch sind wir natürlich auch unterschiedlich. Und diese Arbeitsweise und diese Intensität ist ja auch in gewisser Weise der Grund, warum wir uns für die darstellende Kunst entschieden haben. Ist ja auch das, was wir wollen und da nimmt man immer was mit nach Hause. Und ich würde da Marilena recht geben, es war sehr positiv, auch wenn es teilweise natürlich aufreibend war und der Herzschlag manchmal höher ging, als er vielleicht musste. Aber man wächst damit, würde ich sagen. Und was ich auch sagen kann, auch wieder für mich gesprochen, dass die Arbeitsweise, die wir hatten, war sehr, sehr gut strukturiert. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, was dein Anspruch ist, Marilena, dass du abliefern musst und du bist sozusagen die Happy Queen. Und wenn die PerformerInnen dann so weniger happy kommen, dann können sie sich an die orientieren. Das ist dir sehr gut gelungen und du hattest die Disziplin, die mir auch geholfen hat, diesen Prozess dann als Werkstück auch zu verhandeln. Also zu wissen, okay, ich habe hier gearbeitet, ich habe geleistet und ich denke jetzt weiter drüber nach, aber es bleibt mir nicht unangenehm an mir haften. Und es war sehr schön und ich hoffe ja immer noch, dass dieses Stück zu Ende choreografiert wird. Ja. Werden wir das Stück eines Tages sehen und wie ist der Weg dahin? Wie viel müsste man Proben nochmal neu ansetzen und wiederholen oder ist es jetzt so in Leib und Seele eingeschliffen, dieses System? Also ich glaube durchaus, dass das möglich ist, sowas zurückzuholen. Wir sind eingeladen in ein Festival hier in Essen, Physical Theater Fets Festival in Essen. Was eventuell stattfinden kann, eventuell nicht. Ich glaube, das ist gerade super schwierig, über sowas zu sprechen. Es ist super schwierig, weil das Stück halt noch nicht fertig ist und man sich irgendwie überlegen muss, was ist ein spannendes Format, wie man das trotzdem zeigen kann, worauf ich total Bock habe. Weil in dem Stück, also das Stück fängt an, indem sich die 5 Darsteller an ein System erinnern, an was sie sich nicht mehr so ganz erinnern können. Und das passt so in diese Situation, dass Leute irgendwie da zusammenkommen und probieren, wieder was zu machen, was sie vor langer Zeit schon mal gemacht haben, aber an das sie sich nicht mehr so richtig erinnern können und auch nicht mehr so richtig wissen, haben wir das damals eigentlich so richtig gemacht? Sollen wir das jetzt eigentlich so weitermachen oder sollen wir was Neues machen? Das ist eigentlich das Stück. So, sehr das spannend. Ist total spannend. Und deswegen würde ich das jetzt unglaublich gerne auch adaptieren, weil ich finde, das Stück ist für die Umstände perfekt. Eigentlich. Es ist halt nur die Frage, ne? Ich weiß nicht, wann darf ich mit, ihr seid Studenten, ne? Ihr seid keine freien Darsteller, sondern ihr seid Studenten und ich arbeite unter den Universitätsregeln. Ne? Wenn die Universität sagt, die Studenten dürfen sich nicht treffen, dann treffe ich die auch nicht. Also, oder die Uni ist zu, solange die Uni zu hat,
treffe ich mich auch nicht mit denen und arbeite mit denen. Ne? Deswegen weiß ich es noch nicht. Dann drücke ich mal die Daumen, weil ich möchte es unbedingt jetzt sehen. dann Stichwort Uni, Physical Theater. Vane, du hast es gerade schon gesagt. Es ist ein sehr seltener Studiengang, wahrscheinlich, weil er so spezialisiert ist. Wie ist das denn an der Folkwang strukturiert? Was bedeutet es, Physical Theater zu studieren? Also da kann ich, glaube ich, nur sagen, dass Physical Theater ist spezialisiert, aber auf eine sehr differenzierte Art und Weise. Das heißt, wir bekommen in gewisser Weise unterschiedliche darstellerische Qualitäten vermittelt, also von Tanz, von Sprechen, von Fechten, Mime, Akrobatik und haben da eine sehr große Facette an Input, den wir bekommen. Und man kann auch, glaube ich, relativ schnell feststellen, hat ja Marilena vorhin auch schon gesagt, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind, also mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen. Es gibt bei uns Studierende, die haben eine Stimme wie eine Sängerin und es gibt Leute, die einfach wahnsinnig gut Texte schreiben. Und deswegen sind wir sehr, sehr breit aufgestellt, zumindest wenn man die Ergebnisse dann auch betrachten kann. Es ist ja auch so, wir sind pro Jahrgang nur 6 Leute und haben eine sehr, sehr gute Betreuung. Und ich würde sagen, wo man am Ende landet, ist in der Hand des Individuums. Also man kann schon vereinfacht sagen, okay, wir lernen Stückentwicklung, wir lernen das darstellende Spiel mit einer sehr physischen Art und Weise und sind gemacht für den freien Markt. Also wir sind alle danach freie darstellende Künstler. Aber ich bin sehr sicher, dass es Leute gibt, die im Theater landen, die in der freien Szene landen, die sehr viel mehr als Moverin oder Mover sich bewegen. Andere werden zu Stimmperformer. Also das ist ein sehr, sehr breites Spektrum an Ergebnissen. Klingt ja absolut vielfältig. Wenn ich jetzt mal so frech sein darf, weißt du schon, in welche Richtung du gehen möchtest nach dem Abschluss? Naja, tatsächlich ist ja mein Countdown quasi schon angezählt. Also es sind jetzt noch 10 Monate, wovon einige Zeit in Isolation und Quarantäne stattgefunden hat und wahrscheinlich auch noch stattfinden wird. Also mein Ziel ist schon der freie Markt und ich versuche, habe jetzt auch einen Projektantrag geschrieben, um quasi in so eine Physical Comedy zu gehen, also die Sprache des Körpers zu erlernen und bleibe auch in der Improvisation und hoffe auch, dass ich über die Erfahrungen, die ich jetzt schon sammle, auch in andere Kollektive mit einsteigen kann und als Performer da quasi künstlerisch tätig sein darf. Und dann ist es leider so, also in der freien Kunst hängt man auch ein bisschen vom Glück ab und ich habe weder was gegen die nächste Netflix-Serie, noch habe ich etwas dagegen, als Jünger von Marilena Kaiser durchzustarten als neue Pina Bausch. Also das Spektrum ist weiterhin bei mir. Du als neue Pina Bausch, das wäre toll. Siehst du? Ja, also von daher ist das Spektrum auch für mich immer sehr, sehr offen, aber man muss natürlich irgendwie Ziele haben, um dann daran zu scheitern oder dann glücklich zu sein und sie umsetzen zu können. So, gab gerade schon das Stichwort Zusammenarbeit, Tanzfaktur und Folkwang. Das ist ja jetzt eins der ersten Projekte, die als Kooperation stattgefunden hätten. Für euch als Darstellende, also Wayne, was macht das nochmal für einen Unterschied, wenn man ein Publikum hat? Habt ihr im Studium eigentlich schon andere Projekte dann wirklich auf die Bühne gebracht oder wäre das jetzt das erste Projekt mit einem größeren Publikum gewesen? Und ja, was macht Publikum aus für Darstellenden? Also ich fange jetzt mal hinten an. Was macht Publikum aus für darstellende KünstlerInnen? Und ich glaube, da kann man ganze Regale mit Büchern füllen. Es ist schon so, dass wir vom Publikum auch leben. Und wir haben ganz viele Aufführungen innerhalb der Universität, also quasi jedes Semester mehrere Aufführungen, wo Publikum aus der Universität oder auch Freunde, Bekannte hinzukommt. Und es ist auch so, dass wir in der Folkwang regelmäßig Auftritte haben in den Theatern, die wir hier haben, wo externes Publikum kommt. Und jetzt war es in unserem Jahrgang auch so, dass wir eine ähnliche große abendfüllende Produktion hatten, zu 6. Es waren dann 2 Produktionen, die quasi jeweils eine Stunde waren und damit haben wir ein abendfüllendes Programm gehabt und jetzt unsere Produktion hat jetzt auch einen Preis gewonnen in Köln. Unser Choreograf oder unser Director oder Co-Creator, weil wir uns ja im Physical Theater auch als Co-Creator verstehen, auch die Performer, war Konstantin Hochkeppel. Der ist auch in Köln zu Hause
Und auch da kann ich nur sagen, geht zu seinen Stücken, super Typ. Und Performer waren Emma, Fares, Micha und ich. Wir sind quasi, Emma hatte seinen Abschluss schon gemacht und Fares, Micha und ich sind quasi der aktuelle Abschlussjahrgang. Und wir waren dann auch im Ringlook-Schuppen in Mülheim und hätten jetzt auch woanders noch auftreten können, aber auch das hat jetzt auf Corona nicht stattgefunden. Aber das war auch so eine Produktion, wo wir nach außen gehen durften. Und es ist schon so, dass der Auftritt oder die Konfrontation mit Publikum, das man auch nicht kennt und in anderen Städten, ist schon auch der Traum eines darstellenden Künstlers, Künstlerin. Und deswegen hoffe ich auch, dass ihr euch, also die Tanzfaktur, davon überzeugen lässt, dass wir das zu dem nächstmöglichen Zeitpunkt dann eben nachholen. Also ich glaube, wenn ich mich da kurz einmischen darf, das ist was ganz Besonderes am Physical Theater Studiengang. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, im Studiengang Tanz eine Kooperation mit der Tanzfaktur zu haben. Also diese regional bezogene Kooperation, die Thomas Stichter wirklich aktiv anleitet, ist was Einzigartiges und was total Besonderes, weil Fakt ist, was machen auch Tänzer nach diesem Studium? Die arbeiten erstmal hier in der Region. Ne? Und das sind unglaublich wichtige Beziehungen. Man denkt so, was soll jetzt die Folkwang-Universität der Künste? Nein, man arbeitet dann in Essen, man arbeitet dann in Köln, man arbeitet in Düsseldorf mit den unterschiedlichen Häusern. Das ist unglaublich wichtig, dass eine Institution wie die Folkwang-Universität im Austausch ist mit der freien Szene, weil im Prinzip das, was die Dozierenden machen, jeden Tag an den gleichen Ort gehen und jeden Tag zur gleichen Uhrzeit die gleichen Kurse gehen, das ist nicht die Realität der Studierenden. Also die sind komplett andere. Die werden in ein komplett anderes Leben eintauchen und man muss da entgegenwirken, dass die immer nur mit Dozierenden abhängen, die dieses Leben gar nicht haben. Ja, und da kann man auch sagen, dass Thomas Stich, also mit dem Fullspin Festival, was wir in Kooperation mit dem Maschinenhaus in Essen haben, auch wirklich alles daran setzt, dass wir quasi uns auch selber entfalten können und diesen Auftritt nach außen haben, weil da durfte ich zum Beispiel das Duo, was jetzt tatsächlich schon an mehreren Orten performen durfte, auch schon zeigen. Und es war ein Physical Theater Festival, was einfach für mich als Spieler eine fantastische Erfahrung ist und mir dann auch in gewisser Weise Erfahrung schenkt, um solche Projekte dann im Nachgang, nach dem Studium auch zu realisieren. Ich glaube, das ist auch unter anderem auch der Grund, warum ich mich jetzt schon bewerben kann für andere Projekte und auch in einem Kollektiv in Köln schon performt habe auf der Straße, die quasi Tanz studiert hatten und da jetzt ein Kollektiv gegründet haben, Make a Move Collective. Und das ist schon auch, weil wir hier in diesem Studiengang angehalten, eingeladen, unterstützt, gefördert werden, den Weg nach außen zu suchen und das auch zu machen. Ja, das ist ein Studiengang, der wirklich sehr nah am Publikum ist. Also es geht sehr viel um Austausch mit dem Publikum. Wirklich, ich würde sagen, viel mehr, noch mehr als im Tanz. Also es geht noch, sind sehr, sehr nahe. Ich finde, das ist sehr nah miteinander. Ich als Tänzerin oder als Choreografin, ich befinde mich ganz gerne auch in Räumen, wo mich kein Mensch sieht. Ich kann ewig rumrecherchieren. Ja, ich kann sehr viel trainieren, sehr viel perfektionieren. Wie ich das wahrgenommen habe, in Essen dieser Studiengang einfach sehr, sehr nah am Publikum ist. Und dieser Austausch ist sehr, sehr wichtig für die Studierenden. Und für diesen Studiengang. Klingt nach wunderbaren Voraussetzungen eben für die Entwicklung einer künstlerischen Laufbahn. Also das war ein wunderbarer Überblick, den ihr mir gegeben habt über die Folkwang, über das Physical Theater und über euer wunderbares Stück Those Who Knew the Rules. Gibt es noch etwas, was ihr gerne dazu sagen möchtet oder abschließend beitragen möchtet? Also von meiner Seite nicht. Du, Wayne? Nee, also ich kann mich nur jetzt bei dir nochmal bedanken, Marilena, und hoffe, dass es weitergeht und natürlich auch bei dir, dass wir dieses Interview machen durften. Ich habe euch zu danken für dieses wunderbare, ausführliche Gespräch. Vielen Dank, dass ihr da wart und dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Hälfte des Talks fertig. Vielen Dank euch beiden. So, jetzt bin ich hier mit zwei Dozenten von der Deutschen Sporthochschule Köln, und zwar der Tessa Temme und der Dilan Erdenk-Heimann
Freut mich, dass ihr Zeit habt, auch noch mit mir zu sprechen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und zwar ist das jetzt unsere zweite Hälfte, und zwar reden wir über den MA-Tanz und was er so für Herausforderungen hat, was er für Möglichkeiten bietet und wie es sich grundsätzlich mit diesem wunderbaren Studiengang verhält. Zuallererst interessiere ich mich natürlich, wie seid ihr beiden in den MA-Tanz involviert? Was ist so das, was euch in eurem Leben da in diese Position gebracht hat? Was habt ihr so gemacht im Bereich Tanz? Und genau, könnt ihr euch kurz vorstellen? Das wäre super, danke. Ja, mein Name ist Tessa Temme. Ich bin Mitarbeiterin an der Sporthochschule. Wir sind eigentlich gemeinsam, also die Geschichte geht ziemlich weit zurück, aber ich will das nicht so weit ausholen, aber wir jetzt mit Dilan Erceng und der Leiterin, die eigentlich die Reakkreditierung und die Neukonzipierung des Studiengangs gemacht hat, Denise Temme, wir kennen uns eben schon seit über 20 Jahren jetzt, so seit 21 Jahren und haben gemeinsam an der Sporthochschule Sport studiert mit dem Schwerpunkt Tanz und waren dann auch eine Tanzkompanie oder sind die immer noch. Wir machen aber jetzt schon, wir haben ein paar Jahre Pause gemacht und wir waren da auch selbstständig als Gastspielensemble unterwegs und mit unserer Arbeit an der Sporthochschule hatten wir natürlich dann auch die Idee, oder es gab diesen Masterstudiengang schon in den Anfängen und dann, wir waren da auch schon integriert und haben da zum Teil unterrichtet und dann gab es Wechsel und in der Leitung, dann wurde Denise Temme da die Leitung im Master und dann stand auch eine Neuakkreditierung von diesem Weiterbildungsmaster an und da haben wir grundlegend Inhalte auch verändert und das Konzept verändert und so sind wir dann sozusagen zu dritt, zu viel, also sind auch andere natürlich im Team, haben wir dann versucht, da den neu aufzustellen und haben dann so ein bisschen unsere künstlerische Tätigkeit ein wenig weiterführen können, indem wir so die grundsätzlichen Ideen auch mit einbringen konnten in die Entwicklung von dem Master, in die Weiterentwicklung von dem Master. Und ja, dass die Position ist jetzt, dass ich die Leitung vom Master übernommen habe, weil die Denise Temme hat die Hochschule gewechselt, die wollte mal einen anderen Ort. Die ist an der Ruhr-Universität Bochum jetzt im Bereich Tanz. Und trotzdem ist sie noch weiterhin im Team, im Leitungsteam drin. Und ja, und wir sind aber eigentlich ein Team, eine Teamführung. Und dazu gehört auch die Dilan Erceng-Heimer, die macht auch die Koordination vom Master. Genau. Also ich bin auch im Leitungs- und Konzeptionsteam seit Anbeginn mit dabei gewesen und habe Modulleitungen inne und gemeinsam mit unserer Kollegin Friederike Bohr. Ja. Hallo Friederike, wir grüßen dich. Du guckst bestimmt zu. Leiten wir eben dieses Koordinationsbüro. Da sind die Koordinatorinnen des Studiengangs. Wunderbar, da habe ich ja genau die perfekten Ansprechpartnerinnen, um jetzt eben alles über diesen Studiengang herauszufinden. Wie habt ihr den denn konzipiert? Wie baut man so einen Studiengang auf und wie lange gibt es den jetzt eigentlich schon? Seit 2010 gibt es den Studiengang und der wurde von vom Institut tatsächlich Tanz und Lebenskultur zunächst die Idee entwickelt und da war die Stefanie Hoval damit betraut, ist auch eine Mitarbeiterin vom Institut Tanz und Bewegungskultur. Die hat, da war schon immer die Idee, dass man auch eine Weiterbildungsmaßnahme, die ein bisschen höher aufgehängt ist, an der Sporthochschule ansiedelt. Und dann lief der und dann hat natürlich auch, war der in der Erstentwicklung und da hat man auch natürlich mit den Jahren irgendwie erfahren, was kann man verbessern, was kann man verändern, wie kann man denn auch fürs Berufsfeld besser aufstellen. Und da haben wir eben, stand sowieso an, die Studiengänge müssen ja immer akkreditiert werden. In dem Fall, also durch externe Gutachter beispielsweise, sie sind in diesem Prozess involviert. Und in diesem Akkreditierungsprozess, der über anderthalb Jahre etwa lief, haben wir dann eben gemeinsam den neu aufgestellt. Und uns war vor allem ein Aspekt wichtig, dass dieser Gegenstand Tanz von drei Seiten betrachtet wird. Einmal aus der Seite
des Künstlers und der künstlerischen Praxis, aus der Seite der Vermittlung, also wie man künstlerische Prozesse, Tanz vermittelt, und auf der Seite der Forschung natürlich. Das heißt, das war unser grundlegendes Konzept. Die grundlegende Idee ist, dass diese drei Bereiche nicht voneinander zu trennen sind, wenn man sich den Gegenstand Tanz anguckt. Das heißt, dass wir im Prinzip diese drei Bereiche auch in dem ganzen Aufbau immer maximal verschränkt haben. Es ist immer der Blick auf den Tanz aus diesen drei Seiten, aus der künstlerischen Praxis, aus der Vermittlungsseite und aus der Forschungsseite. Und die Grundüberzeugung dahinter ist, dass man den Gegenstand Tanz nur adäquat erfassen kann oder dass man wirklich den Tanz greifen kann, wenn man auf diese drei Bereiche schaut. Mit diesen drei Bereichen auseinandersetzt. Das ist der erste Punkt, diese Verschränkung. Und der zweite Punkt ist eben der Begriff der Reflexion. Dass im Tanzbereich, dass wir für uns als das Innovative sehen, dass wir mit einer Idee von Reflexion an diesen Bereich rangehen. Das heißt, die Studierenden sollen Distanz zu ihrem Tun entwickeln und dadurch einen besseren Blick auf ihr Tun entwickeln. Und einen klareren Blick. Und das geht eben durch diese Distanz, diese Reflexion, bezieht sich auch auf diese drei Aspekte. Reflexion auf die Vermittlungsaspekte, Reflexion auf das eigene künstlerische Tun und Reflexion aus dem wissenschaftlichen Bereich. Was für einen Begriff von Tanz habe ich, wenn ich Tanz unterrichte, wenn ich über Tanz schreibe, wenn ich über Tanz lese, wenn ich Tanz bewerte und auch wenn ich meine eigenen künstlerischen Projekte entwickle, beschreibe, Anträge schreibe, also ganz plastisch dann auch mal. Und das war die Grundidee davon, dass diese drei Bereiche nicht gegeneinander ausgespielt werden oder gewichtet werden unterschiedlich, sondern die sind gleichgewichtet vorhanden. Und das war uns eben wichtig. Das klingt für mich gleichzeitig interdisziplinär, aber auch ganzheitlich. Also eine ganz neue Herangehensweise. Hebt das den Studiengang auch von anderen Tanzmastern ab? Also, dass das so explizit gemacht wird und auch in dem ganzen Aufbau, modularen Aufbau, so explizit auch diesem Prinzip gefolgt wird, kenne ich keinen. Also, dass wirklich diese drei Bereiche gleichwertig miteinander verhandelt werden, ist neu. Das ist sozusagen auch die Vorstellung von Tanz, die wir da auch weiterentwickeln möchten. Dass man eben nicht nur die künstlerische Praxis reflektieren kann oder nur die Vermittlungsebene oder nur den Forschungsbereich, sondern dass man versucht, von allen drei Seiten darauf zu gucken. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, ob man das wirklich auch alles kann, ob das auch zeitlich allein möglich ist. Aber wir sehen es einfach als Notwendigkeit, dass man sich überhaupt dem Bereich Tanzen nähert, wenn man diese drei Perspektiven im Blick hat. Man kann das gar nicht entscheiden, sondern das ist einfach die Voraussetzung, um diesen Gegenstand Tanz, um diesen Bereich Tanz adäquat zu betrachten. Das zieht sich ja auch sehr unterschiedliche Menschen an. Was habt ihr so für Studierende? Ja, zum Beispiel haben wir jetzt in dem neuen Jahrgang, in dem vierten Durchgang, einen IT-Experten mit an Bord, eine Musical-Darstellerin. Wir haben Lehrerinnen dabei, jetzt in den früheren Durchgängen gehabt, Soziologin und Ensemblemitglieder vom Pina Bausch. Also es zieht die unterschiedlichsten Menschen an und gerade diese Besonderheit zieht sie auch an, die Tessa berichtet hat. Also die Studierenden, die kommen ja aus unterschiedlichen Bereichen. Das ist aber auch wichtig zu sagen, dass es ein Weiterbildungsmaster ist. Das heißt, die sind in ihrem Berufsfeld schon drin. Und die möchten sich im Prinzip in ihrem Berufsfeld auf eine andere Stufe stellen in Bezug auf der Reflexion von dem, was sie dort eigentlich tun. Und insofern sind die auch schon weiter. Also es ist jetzt nicht unbedingt geeignet für jemanden, der mit dem Tanz gerade beginnt, insofern und auch noch kein Studium vorhatte oder keine Berufserfahrung, keine langjährigere. Also es sind schon Leute, die sind schon fest in ihr, also die nicht fest, aber die sind in ihrem Berufsfeld drin und möchten einfach da, wo sie sind, auf eine andere Reflexionsstufe. Und ob sie dann nochmal weiter was anderes machen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist ja halt nicht so ein Bachelor, wenn man jetzt einen Bachelor anfängt und man weiß noch so gar nicht, wo man hin will. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, dass sie schon eine Vorstellung davon haben, was sie machen möchten in Zukunft. Und deswegen funktioniert ja auch diese Interdisziplinarität, weil die kommen mit einer Grundidee schon da rein, wer bin ich, was will ich, wo will ich in den nächsten Jahren hin und wie kann ich das, was ich jetzt schon tue, nochmal weiter informieren und nicht so sehr, ich weiß gar nichts und ich beginne mal mit Tanz. Also es ist natürlich,
gibt's immer, soll man, sind wir immer offen für Weiterentwicklung, aber es ist schon so, die haben schon einen Hintergrund, mit dem sie auch arbeiten. Und das ist auch wichtig, um den Master als Weiterbildungsmaster so durchzumachen, weil wir haben ja nur am Wochenende die Kompaktphase und dazwischen muss ein eigenständiges Arbeiten erfolgen. Und deswegen, das ist auch wichtig zu wissen, dass man schon auch schon eine Vergangenheit hat, mit der man auch arbeitet. Aber dann bin ich natürlich auch gespannt, wie ihr für so ein breites und unterschiedliches Feld denn Tanz vermittelt. Und da wird es ja sicher sehr unterschiedliche Erfahrungswerte geben. Und wie geht ihr daran? Fördert ihr die Spezialitäten sozusagen oder guckt ihr schon, dass alle auf einer ähnlichen Ebene am Ende rauskommen? Also das Spannende ist, dass die Studierenden ihre eigenen Perspektiven zum Tanzen, zum Tanz mitbringen und dadurch eine sehr interessante Wechselbeziehung innerhalb der Gruppe überhaupt entsteht, um diese verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Und es ist immer also sehr, sehr fruchtbar in der Gruppe, diese verschiedenen Perspektiven auch kennenzulernen. Was interessant ist bei den Studierenden ist, dass man auf den ersten Blick sind sie unterschiedlich und bringen auch sehr unterschiedliche Erfahrungen mit. Das tun sie auch. Aber in Bezug auf diese Reflexion, auf diese Perspektive, können wir schon von der gleichen Basis ausgehen. Die bauen wir auf, nämlich den Blick auf das eigene Tun. Das ist nämlich nicht unterschiedlich ausgeprägt häufig, sondern häufig ist der Blick auf das eigene Tun stellt die Macht auch, dann ist es nicht entscheidend, ob ich jetzt bei Pina Bausch getanzt habe, dann brauche ich auch den Blick auf mein eigenes Tun oder ob ich jetzt ein ITler bin, der den Tanz für sich entdeckt hat. Der Angang, das nochmal neu zu reflektieren, ist für beide oft neu. Also das ist gar nicht so sehr, dass der eine sozusagen, der hat natürlich ist dann tänzerisch eine andere Erfahrung, eine andere Qualität in Bezug auf die Bewegung. Das ist erstmal da. Aber in Bezug auf die Betrachtung von dem, was tue ich gerade, da sind die gar nicht so unterschiedlich. Da können wir die schon auch an einem ähnlichen Ort abholen und an einer ähnlichen Stelle ansetzen, sodass der Unterricht natürlich dann aus dieser Perspektive der Reflexion absolut möglich ist, ohne dass man die jetzt erfahrungsmäßig gleich macht, weil das einfach nochmal ein neuer Blick ist und da sind die alle neu. Deswegen ist das kein Hindernis, sondern es ist eher eine, wie Dilan gesagt hat, es ist eine interessante Interaktion, die dann stattfindet, weil jeder was anderes dann mitbringt, aber der Blick da auf die Sache, der ist für alle irgendwie neu. Insofern behindert da nicht. Wir fangen ja nicht an, dass wir ein bestimmtes Bewegungsrepertoire voraussetzen und der eine hat das schon und der andere nicht, sondern wir fangen sozusagen nochmal auf einer anderen Blickebene an. Und da sind die gar nicht so unterschiedlich. Das ist zumindest unser Ziel. Ob wir das immer schaffen, ist natürlich eine andere Frage. Aber das ist zumindest das, was wir als Ziel haben, dass wir versuchen, den Blick so zu schärfen, für sich, für eine Perspektive auf den Tanz, die vielleicht sich unterscheidet von der Perspektive, die man vorhat. Und da sind die gar nicht so unterschiedlich. Weil das ist ja, wenn man was Neues macht, dann bringt der Hintergrund eher was Produktives mit, also dass man einfach unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten anbietet, ohne die zu werten oder ohne die gegeneinander zu vergleichen. Und das funktioniert. Natürlich kommen da noch andere Qualitäten immer noch rein, wenn jemand aus einem anderen Erfahrungsbereich kommt. Aber das sehen wir gar nicht, das erfahren wir nicht als Hindernis, nicht in dem Maße. Das spricht ja auch für die Qualität des Studiengangs, um mal das so zu sagen. Was für Praxisveranstaltungen bietet ihr dann an und wie ist so das Verhältnis zwischen theoretisch und praktisch? Ganz unterschiedlich. Also wir haben ja so einen modular aufgebauten Studiengang, das heißt die Module, die bauen sich über die 6 Semester hinweg auf auch. Also wir fangen zum Beispiel ganz grundlegend an mit der Methode des elementaren Tanzes. Das ist zum Beispiel eine Methode, die alle da abholt, wo sie gerade sind, jetzt unabhängig vom tänzerischen Niveau oder Leistungsstand, sondern das ist eine Methode, die praktisch durch freie Aufgabenstellung jedem ermöglicht, da anzusetzen, wo er gerade ist. Also das wäre zum Beispiel in der Praxis ein wichtiger Grundstein für uns.
Und dann haben wir noch Theorie-Module, die eben Schritt für Schritt aufbauen oder Richtung Ende, Beendigung des Studiums dann die Studierenden besser aufstellen. Ja, was auch ein Modul ist, also wir versuchen die Module dann immer, wir gucken eben aus einer anderen Perspektive oder aus einer Perspektive auf den Tanz, dass wir wirklich auch in allen Unterrichtsbereichen oder in allen Modulen Theorie, Praxis und Vermittlung verschränken. Und da haben wir zum Beispiel ein kulturwissenschaftliches Modul, da geht sozusagen Tanz als Sprache. Und da sind auch urbane Tanzformen integriert, dass man eben auch guckt, was für eine kulturelle Formatierung hat der Tanz, welche Tanzsprachen haben sich daraus entwickelt. Und das wäre zum Beispiel ein Angang, das gucken wir aus einer künstlerischen Perspektive an, aus einer wissenschaftlichen Perspektive an und haben dann auch eben die Leute, die aus diesem Bereich kommen, ja, und eben grundlegende Bereiche, wo wir sie abholen, wie Dilan gesagt hat, eben zum Beispiel elementaren Tanz bietet so einen grundlegenden Bereich. Dann haben wir so einen körperlernorientierten, trainingsorientierten Module, die sozusagen den Blick auf den eigenen Körper nochmal schärfen sollen. Und immer, wenn wir beispielsweise die Frage stellen, was ist das für ein Tanz, aus welcher Formatierung kommt diese Sprache, dann haben wir ja immer auch schon eine Reflexion auf einer wissenschaftlichen Ebene, die wir dann integrieren. Und so hat jeder auch die Möglichkeiten, seine Qualitäten einzubringen. Wenn dann jemand schon einen kulturwissenschaftlichen Studiengang hat, spielen sich da die Vorteile aus. Oder gerade, und das bereichert den Unterricht, wenn jemand in einem professionellen Tanzbereich ist, dann bringt der oder diejenige da ihre Erfahrungen mit in dem Bereich mit ein. Das heißt, das befruchtet sich dann oder soll sich befruchten. Natürlich ist es immer wieder ein Prozess, wo wir da dazulernen, wie wir es noch verändern können. Und das ist immer wieder, das dauerte auch Jahre, bis man überhaupt so ein Konzept als standfest bezeichnen kann, weil das läuft jetzt über 10 Jahre und da hat sich auch immer wieder was geändert. Ihr unterrichtet ja auch im Master Tanz. Was habt ihr für Spezialfelder, die ihr unterrichtet? Ich unterrichte elementarer Tanz gemeinsam mit Tessa und Denise zusammen in den, sage ich mal, in den ersten beiden Semestern. Und danach ist so mein Spezialfeld die Gruppenimprovisation, Großgruppenimprovisation, Echtzeitimprovisation. Und da diese Methoden zu entwickeln, wie man in Echtzeit zusammen als große Gruppe agieren kann und welche Methoden es da gibt und so weiter. Aber das wird dann auch schon aufgebaut in dem ersten Semester im elementaren Tanz, wo es darum geht, da gibt es eine besondere Methode, die heißt Anpassung. Und das ist eine Improvisationsmethode, die man zu zweit, zu dritt, aber auch zu 10 oder zu 20 Personen im Raum machen kann. Und das bauen wir aus oder auf über die Semester bis hin zur Aufführungstauglichkeit, sage ich mal. Wie kann man das als Performance dann auf die Bühne bringen, so eine Improvisationsaufgabe? Wie Dilan schon gesagt hat, richtig auch. Und gerne in den Team-Teaching-Konzepten, das ist sehr fruchtbar, mit Dilan in dem Bereich elementarer Tanz oder mit Denise, die dann auch immer sehr gut dieses hier auch im Forschungsbereich, tanzwissenschaftlicher Forschungsbereich, die ist immer gut dann nochmal das, was wir im Unterricht machen, nochmal aus dieser tanzwissenschaftlichen Perspektive reflektiert. Und das ist immer ganz interessant, wenn man das direkt machen kann. Also wenn man wirklich aus dem Unterricht heraus dann in der nächsten Einheit genau darüber sprechen kann, welche Vorstellung habe ich denn von Tanz, wie haben die meine Bewegung beeinflusst beispielsweise. Und dann bin ich noch in dem Bereich körperorientierte Trainingsformen. Also da sind auch gesundheitliche Aspekte von Tanz drin. Also wir sind ja auch alle, die Studierenden sind ja in der Regel schon im Beruf, in ihrem Beruf drin. Und für die spielen auch so Aspekte, bewegungsbewusstes oder gesundheitsbewusste Trainingsformen anzubieten. Und da geht es auch so den Blick auf den Körper, auf so Aspekte wie lerne ich überhaupt Bewegung, bewegungswissenschaftliche Aspekte,
Welche lerntheoretische Konzepte zum Beispiel stecken denn hinter bestimmten Tanzunterrichtsmethoden? Inwieweit sind die reflektiert? Wo hole ich da die Studierenden ab oder die Schüler ab? Was wird nicht so berücksichtigt häufig? Und in dem Modul bin ich auch nicht alleine, sondern wir haben Experten aus den Bereichen, wir haben Experten aus dem Yoga, aus dem Feldenkreis, aus dem Konditionellen auch. Wir haben auch mal in einem Bereich, das würde dann im nächsten Semester kommen, ausdauerorientierte Sportart als Grundlagentraining, also als wie bleibe ich denn langfristig gesund? Und da spielen auch solche anderen Bereiche mal eine Rolle. Und da versuchen wir dann immer, die Experten auf dem Gebiet für uns zu gewinnen und die dann da auch unterrichten können. Vorhin fiel schon das Wort oder das Stichwort Abschluss. So vielfältig wie die Studierenden sind, so werden wahrscheinlich die Abschlussprojekte auch ganz unterschiedlich sein. Wir sehen uns hier quasi gerade, weil Anfang April die Präsentation einer Masterarbeit ausgefallen ist von Tracy E. Lord. Könntet ihr kurz was zu dem Projekt sagen? Tracy hätte ein Stück aufgeführt mit dem Titel Druck. Das heißt, das wäre auch gleichzeitig ihr Abschlussprojekt gewesen im Modul D4, welches wirklich ganz zum Schluss des Studienprogramms kommt, so etwa im sechsten Semester. Also neben ihrer Erstellung der Masterthesis erarbeiten die Studierenden eben auch dieses künstlerische Abschlussprojekt. Und das wäre diese Aufführung gewesen im Rahmen des D4-Moduls. Das wäre ihre Präsentation des Stücks gewesen, also ihre Performance auf der Bühne und gleichzeitig auch ihr Prüfungsstück. Das heißt, es wäre eine Prüfungssituation auch für Tracy gewesen tatsächlich. Genau, und in diesem Stück arbeitet sie mit einer Sängerin und Pianistin zusammen, die eben auch durch ihre eigene tänzerische Einflussnahme oder durch die Einbindung Einfluss nehmen auf das Klangbild des Stücks. Also es hat sehr viel mit Soundkonzept und diesem Klangbild zu tun. Das hat Tracy auch schon immer interessiert, auch schon im Studium. Also Einsatz von Stimme, Musik, irgendwie Soundkonzepte und so, das hat sie wirklich immer schon interessiert. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sie da ihre Recherche für ihre künstlerische Abschlussarbeit eben dahingehend auch nochmal vertieft hat. Und wir wären auch genauso gespannt gewesen, jetzt zu sehen, wie die Umsetzung ihres Vorhabens jetzt ausgesehen hätte. Gibt es denn für euch eine Alternative, es zu prüfen, oder müssen wir dann wirklich warten, bis wieder die Welt in einer Situation ist, wo man aufführen kann, damit es grundsätzlich aufgeführt werden kann und ihr es dann bewerten könnt? Das ist Tracys Wunsch tatsächlich auch mit. Also sie hat ein Statement uns geschickt. Ich würde das gerne mal vorlesen. Bitte gerne, und das wäre super. Auch eigentlich gut. Da der Gesang wegen des Raum- und Klangerlebnisses relativ nah am Publikum stattfinden sollte, müssten wir uns dann auch über ein angepasstes Zuschauerkonzept Gedanken machen und ob dieses dem Stück gerecht werden wird. Das leibliche und räumliche Erleben ist ein wesentliches Element des Stücks. Es kann daher nicht auf einem Videoformat übertragen werden. So ihr Statement dazu wollten wir einfach nochmal wiedergeben, weil hier ist es besonders wichtig, eben dieses Klangerlebnis tatsächlich auch erlebbar zu machen, dass da Zuschauer sind, dass das Publikum das genauso miterlebt, wie es auch gedacht ist, wie es in ihrer Umsetzungsvorstellung gedacht ist. Und da ist sie der Meinung, und das kann man ihr auch recht geben, das finde ich auch, dass das Video dann eine Videoaufnahme eventuell viel verschluckt von diesem ganzen Erleben rund um die Klangkulisse oder um bestimmte Qualitäten. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ja eine sehr interessante Sache, wie unterschiedlich auch die aktuelle Situation solche Themen beeinflusst. Was ich mich jetzt frage, die Tracy ist ja hauptberuflich Regisseurin. Was kann eine Abschlussarbeit von jemandem sein, der eben aus der IT-Branche kommt oder der eben ganz anderen Zugang zum Thema hat? Sind denn auch die Abschlussarbeiten so unterschiedlich wie die Professionen sozusagen? Also wir haben zur Abschlussarbeit im Gegensatz zu vorherigen Modulen oder Prüfungsleistungen, die wirklich klar abgesteckte Rahmen haben, haben wir beim künstlerischen Abschlussprojekt keine inhaltlichen oder formatmäßigen Vorgaben gemacht. Also das heißt, die Studierenden haben da freie Hand,
sich auszuprobieren und ihre Themen umzusetzen. Was im Vorfeld auf jeden Fall passiert, und das mache ich auch mit der Tessa zusammen, sind so Konzeptionsgespräche. Das heißt, wir setzen uns zusammen und besprechen die Idee, das Konzept, was dahinter steckt, und gehen zusammen auf die Suche, wie ist die Herangehensweise und welches Format passt zum Abschlussprojekt. Welches Format passt denn zu meiner künstlerischen Idee? Und so haben wir über die Jahre schon diverse Formate geprüft als Abschlussprojekt. Das fängt an wirklich ganz klassisch, Solo-Performance über Tanz im öffentlichen Raum. Da sind wir mit der 1 zum Beispiel quer durch die City gefahren und da wurde ein Stück aufgeführt von Junkersdorf nach, weiß ich nicht, Rudolfplatz oder so, Tessa. Und also im öffentlichen Raum. Oder es kann eine Ausstellung sein. Wir haben Lecture-Performances mit Schülern und Schülerinnen gesehen. Sehr interessant. Also es ist, die Formate sind da genauso unterschiedlich wie die Herangehensweisen und auch die thematischen Ideen. Also wir versuchen da, wir ist übertrieben, weil die Studierenden bringen schon sehr klar ihre Konzepte mit. Wir besprechen da die Ermöglichungsbedingungen eigentlich. Oder die Umsetzungsmöglichkeiten. Das ist auch wichtig für uns zu sagen, dass es diese künstlerische Freiheit, inhaltliche Breite, die ist uns wichtig, aber es heißt nicht, dass wir in der Qualität keine Ansprüche haben. Das heißt, wir versuchen wirklich maximal inhaltliche Breite zuzulassen und auch auf das eingehen zu können, was die Studierenden mitbringen und was sie auch weiterentwickelt haben im Laufe des Studiums. Und trotzdem gibt es ganz klar und dieses das Empfinden für die Qualität soll sich ja auch im Studium entwickeln und das wird auch ganz, das wird auch den Studierenden selber klar, und das heißt aber nicht, dass man das Format, um es prüfen zu können, irgendwie so streng strukturieren muss, damit man es vergleichbar macht. Also dafür dienen eben diese Gespräche, dass wir wirklich verstehen, warum jemand das genau so machen will und trotzdem eben und dadurch eben diese Möglichkeit der Breite zulassen können. Das ist uns auch wichtig, weil es geht ja immer um individuelle Entwicklung und nicht um Gleichmachen. Und und das ist immer auch das Spannende, dass dann eben ganz unterschiedliche Prüfungsformate entstehen. Und ja, also es gibt zwei kleine Vorgaben haben wir dabei. Nämlich das eine ist, dass das Stück mindestens 30 Minuten sein soll, um eben aus diesem Feld der Kurzstücke oder dieser Kurzinszenierung rauszukommen, Richtung abendfüllende Stücke kreieren zu können, weil da ja auch ganz andere Anforderungen und eine ganz andere Herangehensweise ja auch gefordert ist. Also in eine bestimmte Länge müssen die Abschlussarbeiten besitzen. Und das andere ist, sie müssen öffentlich zugänglich sein. Das heißt, also für außenstehende Personen. Das heißt, es muss eine Ankündigung geben, dass außenstehende Personen davon erfahren und kommen können. Aber das ist ja natürlich auch eine sehr wertvolle Erfahrung dann für die Prüflinge sozusagen, dass man nochmal über euch als Prüfer hinaus ein Feedback bekommt vom Normalbürger sozusagen und wirklich verstehen kann, wie manche Dinge wirken. Von daher ist es ja schon eine wichtige Sache, auch so ein Publikum zu haben. Oder wie würdet ihr das einschätzen, jetzt wenn wir jetzt in der Tanzfaktor die Aufführung gehabt hätten? Was macht das so mit dem Prüfling und wie verändert sich so ein Stück dann auch nochmal aus den Proben hinaus auf eine Bühne mit Publikum? Ja, also dieses im öffentlichen Raum, überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, das ist ja ein entscheidender Teil der künstlerischen Arbeit. Und deswegen muss man da auch, würde für uns jetzt das hochschulöffentliche Feld nicht mehr reichen. Und wir bauen ja damit auch schon eine Brücke in das Berufsfeld, je nachdem, was sie für ein künstlerisches Projekt haben. Und ja, es ist ja auch dann schon es entspricht schon der Realität. Und sie sind nicht in so einer Studiumsblase, sind sie ja eh schon im Rahmen des Studiums, aber die Aufführung ist dann schon Teil ihres Lebens außerhalb der Hochschule. Und dafür ist es eben wichtig, dass sie genau diese Möglichkeit der Rückmeldung auch haben. Und das genauso professionell bearbeiten können, wie als würden sie jetzt außerhalb einer Hochschulprüfung arbeiten.
Und dafür ist eben die Tanzfaktur für uns ganz entscheidend wichtig, dass wir da eine Möglichkeit haben, dass dies einer breiteren Öffentlichkeit oder einer tanzinteressierten und tanzspezifischen Öffentlichkeit präsentieren können. Und dass es nicht in so einem engen Rahmen bleibt. Das war auch eins der Gründe, also warum wir eigentlich damals an die Tanzfaktur herangetreten sind. Wir kennen ja den Slava Gebner schon länger. Ich weiß nicht, also wann die Kooperationsidee so entstanden ist, das müsste so um 2014 oder so gewesen sein. Es reicht zurück, weit zurück, aber es reicht eigentlich noch weiter zurück, weil wir uns aus der Zeit des Tanzhauptnahfestivals und so in Köln noch kennen. Also die Verbindung besteht da schon länger und wir haben eigentlich einen Aufführungsort gesucht, der eben diesen geschützten Rahmen, wie Tessa schon sagte, ein bisschen sprengt, also dass die Studierenden unter professionellen Bedingungen auch mal erfahren, wie es das unter realen Bedingungen so eine Aufführung zu planen und durchzuführen und umzusetzen. Und dabei stehen sie auf der Bühne und müssen noch so viele andere Sachen, wie das eben so ist, noch. Das ist ein unglaublicher Zugewinn für unsere Studierenden, eben unter diesen realen Bedingungen zu performen. Und es ist ja aber dennoch immer noch angekündigt als studentische Arbeit oder als Studierenden arbeiten und so haben sie ja immer noch so einen kleinen doppelten Boden, sage ich mal. Und das ist wiederum total wichtig, um sich ausprobieren zu können, ohne jetzt ganz hart mit dieser Öffentlichkeit konfrontiert zu sein, sondern immer noch diesen leicht geschützten oder halb geschützten Rahmen zu haben, um sich eben auszuprobieren, um zu experimentieren, um zu sehen, wie bin ich denn als Künstlerin, was arbeite ich als Künstlerin, was interessiert mich. Und das ist unglaublich wertvoll, diese Chance zu kriegen und zu haben. Es ging eben schon um das Bewerten, dass man eben individuell guckt. Wie geht ihr da genau dann ran in die Bewertung, gerade bei so unterschiedlichen Projekten? Wir haben Bewertungsfragen, die wir uns stellen und die wir auch gucken. Aber es gibt noch eine Vorgabe. Jetzt haben wir gesagt, wir haben fast keine Vorgaben. Aber es gibt noch eine bestimmte Vorgabe, die wir wohl haben. Es wird noch ein schriftliches Dokument gefertigt. Also es ist eine Einreichung. Das Stück oder das Konzept wird verschriftlicht. Und das besteht eben aus drei Teilen. Da wird beschrieben das Konzept, die Herangehensweise, die Idee oder die Idee, wie gehe ich in die Recherche, was habe ich da gemacht. Also so konzeptionell verschriftlicht. Und auch im zweiten Teil soll beschrieben werden, wie so ein eine Art Probentagebuch. Wie sind wir durch diesen Prozess gegangen? Also wie war der Verlauf? Und im dritten Teil zu gucken im Nachgang, was ist eigentlich passiert? Also diese Reflexion von dem Ganzen im Nachgang, nochmal Stellung zu nehmen. Wie ist denn dieser Prozess überhaupt abgelaufen? Also das ist noch der schriftliche Teil, der eigentlich dazu kommt. So haben wir die Präsentation, also die Aufführung des Stücks, die wir dann sehen in dem Moment, aber auch eben den schriftlichen Teil. Und diese beiden fallen eben in die Benotung tatsächlich mit rein. Genau. Und die Bewertungsfragen sind, wie überzeugend ist das Konzept, die Stärke des Konzepts oder die Umsetzung der Konzeptvorlage? Wie ist dieser motorische oder thematische Suchprozess gut erkennbar? Ich muss es jetzt nochmal an. Ich habe das gerade hier vor Augen. Also die Stärke des Konzepts interessiert uns dabei. Die Umsetzung. Die Bewertung wird für euch natürlich ja auch von eurem Mentorat, was die Abschlussarbeit begleitet, mit beeinflusst. Wo kommt der Studierende her? Was hatte er für Hoffnungen und Vorstellungen von seinem Projekt und wo ist es dann hingegangen? Wie genau sieht das Mentorat aus? Also wie begleitet ihr das Projekt? Das ist ganz unterschiedlich. Also je nach Bedarf eigentlich, weil die Studierenden einige suchen eine ganz enge Betreuung, andere wollen dieses Konzeptionsgespräch und dann legen die einfach los und dann sehen wir das Stück einfach auf der Bühne. Es ist ganz unterschiedlich von den Herangehensweisen. So ist die Betreuung auch sehr individuell und unterschiedlich. Was sind das denn genau für Bewertungskriterien bei euch?
Ich habe die hier vorliegen. Ich gehe die mal eben durch, dann haben wir die, oder? Ja. Soll ich die einfach vorlesen? Ja, gerne. Besser? Ja. Die Bewertungsfragen, mit denen wir uns beschäftigen, ist zum Beispiel, wie überzeugend ist das Konzept? Wie konsistent sind Konzept und Umsetzung? Ist ein konzeptioneller und motorischer Suchprozess erkennbar? Wie intensiv ist die Recherche und die Auseinandersetzung mit dem Grundthema? Wird im künstlerischen Prozess ein eigener und origineller Blick auf einen bestimmten Gegenstand verfolgt? Die Überzeugungskraft, sozusagen auch die persönliche Identifikation mit dem Werk und mit dem eigenen Thema? Und ist die Performance überzeugend, die Überzeugungskraft eben? Genau, und eben dieser Einblick in den Entstehungsprozess durch den schriftlichen Teil, das sind so die Bewertungsfragen. Sehr spannend, wie die verschiedenen Punkte dieses Werk dann beleuchten und gerade auch auf die individuellen Werke dann sehr gut angepasst in der Flexibilität sozusagen. Möchtet mir ein wenig über die Kooperation mit der Tanzfaktur berichten? Ja, also die Kooperation besteht ja zum einen darin, dass die Absolventen oder dass die zukünftigen Absolventen dort die Möglichkeit haben, ihre Prüfungen, also ihre Abschlusspräsentationen zu machen. Aber die Idee ist ja auch, dass man die Kooperation noch auf andere Bereiche ausdehnen könnte. Und wir planen ja, die etwas weiter zu stricken im kommenden Semester, dass wir beispielsweise mit Unterrichtseinheiten an die Tanzfaktur gehen und dort auch Formate öffnen für die Residenzkünstler beispielsweise und dass wir dadurch natürlich auch einen Gewinn für uns haben, dass Residenzkünstler von ihren Projekten dann, dass unsere Studierenden auch in Kontakt mit den Residenzkünstlern kommen, also dass man ein gemeinsam guckt, was gibt es nochmal für Möglichkeiten, weitere Lernformate zu entwickeln mit innerhalb einer Kooperation zwischen einem Studiengang und einer öffentlichen Bühne, die sich ja auch breit aufstellt mit Workshop-Angeboten, mit interdisziplinären Formaten, dass man das nutzt, um neue Formate zu entwickeln für Studierende und auch für diejenigen, die vielleicht nicht ein ganzes Studium machen wollen, aber trotzdem in diesen Bereich reinschnuppern. Ja, und das könnte die Möglichkeit sein, dass man das ein bisschen ausbaut. Und das hatten wir ja schon vor, allein erstmal dadurch, dass wir eine räumliche Kooperation machen, dass wir versuchen, Lehreinheiten dorthin zu verlegen auf die Bühnen der Tanzfaktur und gleichzeitig eben dann auch eine Möglichkeit bieten, dass Teilnehmer in welcher Form der Tanzfaktur auch eine Tür haben in unsere Formate. Und dass daraus kann man sich dann neue Lehrideen und Lernideen dann generieren und auch weiterentwickeln. Klingt nach einem sehr guten und praktischen Austausch. Von daher freue ich mich dann schon, euch bald häufiger bei uns im Haus zu sehen. Gibt es sonst noch etwas, was ihr loswerden möchtet in unserem Talk hier? Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns vorstellen konnten, durften. Und wir sind ja dann noch geduldig und warten, bis es dann wieder richtig losgeht, sodass die Abschlussstücke dann auch auf eure Bühne finden, in die Tanzfaktur finden. Ja, bei euch zu danken, dass ihr mit mir diesen Talk gemacht habt. Dankeschön für eure Zeit, für eure Informationen und für den wunderbaren, ausführlichen Überblick über den MA-Tanz. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende vom Talk angelangt. Ich hoffe, es war ein interessanter Überblick für all unsere Zuschauer und ihr Zuschauer habt einen schönen neuen Überblick gewonnen über unsere Kooperation mit der Tanzfaktur, mit den Hochschulen und den verschiedenen Akteuren und was das eigentlich bedeutet, alles diese Studiengänge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.